This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Was sind die Mini-Mons? Einmal zu mir, einmal hier weg. Das Ende, was von mir weg liegt. Einmal vor das Ende geführt, was zu mir liegt. Dann wird sozusagen die Mitte mit dem Auge über den Stück gelegt. Dann wird zugezogen, dann hast du auch ein Ende, von dem du aus weggehen kannst. Herzlich willkommen bei Jacknap auf dem Kanal. Ja, ich wollte euch heute mal hier meinen lieben Kumpel Chris vorstellen von Bushcraft North. Moin! Wir sind hier heute beim Einsteiger-Survival-Kurs und haben ein ganz tolles Wochenende mit ganz lieben Leuten verbracht und ja, ja, schön bei dir. Coole Nummer. Ja, wir haben viel Spaß am Lagerfeuer gehabt, viel gemeinsam gequatscht. Ja, ja. War eine nette Zeit. Ich nutze das hier, um euch das schon altbekannte Expert Scout Tab vor euch vorzustellen. Ein ganz, ganz tolles Teil, was schon eine Weile auf dem Markt ist, aber ich finde, es ist so ein bisschen im Wust der vielen Tabs untergegangen, was das für ein geiles Tab ist. Und möchte euch das hier in diesem Video noch mal etwas nahe bringen. Viel Spaß dabei. Ich habe jetzt hier diese richtige Schutzhütten-Zelt-Variante aufgebaut. Natürlich könnt ihr das ganz normal als A-Frame, als Rechteck-Tab, als Lean-To aufspannen, hochziehen. Ihr habt sehr viele Abspannmöglichkeiten und Varianten sind damit machbar. Und das gefällt mir sehr gut an dem Teil. Also ich muss sagen, immer noch eins meines Erachtens, eins der besten Allround-Tabs und auch gerade durch diese Spannmöglichkeiten am Rand, die man auf dem Markt bekommt. Viele werden sagen, ja, das ist schwer, weil viele leichtere Tabs inzwischen benutzen, aber die haben dann auch nicht diesen, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht diesen Umfang an Zubehör dabei. Wir haben hier jetzt Heringe dabei, Abspannschnüre mit Packbeutelchen, Packsack, alles mit integriert. Und das finde ich ist eine sehr, sehr coole Lösung, weil man so komplett das Teil wie ein Zelt auch benutzen kann. Und dann sind 1 Kilo ist für eine Person ja locker tragbar, finde ich. Und wenn man mit 2 Mann das benutzt und hat am Ende 500 Gramm pro Person, ist das eigentlich, glaube ich, nicht zu viel. Ringsherum gibt es bei dem Expert-Tab Bungee-Cords, die mit so einem Tankerverschluss reffbar sind. So könnt ihr am Rand, wenn das so labbert, könnt ihr das mit dem Tanker und dem Bungee-Cord zusammenreffen. Ringsherum sind auch diese tollen Einhaker, diese Abspannschlaufen. Und ihr habt hier mit Knebeln dazu gleich mit Leinenbeutelchen Abspannschnüre aus Dyneema mit Reflexcord. Das war ganz cool, gerade hier im Dunkeln mal eben seinen Tarp wiederzufinden. In so einem Waldermeer, in so einem Stangenwald ist immer eine coole Sache. Und da hilft das dann mal eben mit der Taschenlampe zu leuchten und man findet dann gleich seinen Tarp. Hier die Leinenbeutelchen, in denen könnt ihr dann ganz einfach die Dyneema-Cord einwickeln und umkrempeln, ohne dass ihr dann hinterher Knoten lösen müsst. Das Zubehör befindet sich hier in diesen tollen
Nylonbeutelchen. Dort haben wir hier die Abspannleinen, zusätzliche Abspannleinen in diesen Leinenaufrollbeutelchen. Ein Flickenset mit einer Klebeanleitung, wie man das macht, mit einer Bedienungsanleitung. Und wir haben hier 8 Heringe. Ich habe heute diese Heringe nicht benutzt hier, weil der Boden ist sehr, sehr weich. Und sind dann ein bisschen kurz für so lockeren Boden. Da habe ich dann einfach hier Birkenäste als Hering geschnitzt. Schönes Zubehör, sehr, sehr komplett die Sache und sehr wertig, finde ich. Das ist, gefällt mir sehr gut an diesem Tarp an sich. Hier seht ihr die Spannschnüre und damit hier ringsherum verläuft ein Saum. Und damit kann ich dann, damit das nicht so flattert, wenn das lose ist, kann ich das Tarp reffen und zwischen den Heringen abspannen und habe dann das gleich sauber gespannt, was eine sehr schöne Sache ist. Also sehr, sehr, sehr nobel. Ein bisschen schwerer wird das ganze Tarp natürlich dadurch, aber für ein 3,50 m x 2,90 Tarp mit voller Ausstattung und Packbeutel sind knapp 1 Kilo kein hohes Gewicht. Da innen drin haben wir hier ein der Packbeutel ist fest vernäht mit dem Tarp und da könnt ihr dann zum Aufbauen, um mehr Raum zu haben, einen Stock reinstellen und habt dann wie so ein hinten geschlossenes A-Frame, also wie ein Zelt, was von nach vorne hin eben offen ist. Hier kann man sehr, sehr bequem mit 2 Mann drin übernachten, ist sehr, sehr windgeschützt und also eigentlich komplett geschützt. Tolle Sache. Wir haben hier einen tollen Ripstop, Seenylonstoff, der sehr wertig ist. Gute Qualität. Hier könnt ihr sehen, dass die Vögel auch dieses Tarp sehr gerne mögen. Ja, vielleicht konnte ich euch da ein bisschen Einblick geben. Die Sache hier gefällt mir. Ich benutze das Tarp. Ich benutze solche Tarps gern, wenn die ein bisschen geschlossen sind. Wenn die hinten auf sind, kostet sowas eben auch mehr Energie. Man braucht einen wärmeren Schlafsack. Daher finde ich so eine geschlossene Variante einfach besser. Ja, das war's auch schon. Vielen, vielen Dank hier fürs Schauen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder eine Inspiration geben. Das Produkt ist schon länger auf dem Markt, aber leider auch nicht so sehr bekannt. Vielleicht hilft das ja, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft. Unten wieder in der Beschreibung ist der Link zu diesem Produkt. Oben findet ihr hier Abo und denkt dran, Glöckchen drücken, dann werdet ihr informiert, wenn ich wieder was Neues hochgeladen habe. Vielen, vielen Dank fürs Schauen, liebe Leute. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. 3 words, a quiet afternoon.